Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben den 20. April 2023 und die Leute, die mir schon ein bisschen länger bei YouTube folgen, wissen aus den vergangenen beiden Jahren, dass genau in diesem Zeitraum, sprich zum Maislegen, etwas Neues auf den Hof kam und dass wir halt verschiedene Sachen ausprobieren konnten. Und genauso wird es auch in diesem Jahr sein. Ich warte aktuell nur noch auf den Anruf, dass ich die Drohnen in die Luft jagen kann. Denn heute kommt hier tatsächlich wieder was Neues auf den Hof und ich bin echt gespannt. Ich bin mega gespannt, wie das Ganze wird und dass ich das Privileg haben darf, die Maschine halt vorab schon mal zu testen. Und seid einfach gespannt, was gleich auf den Hof gerollt und gleich die Drohne in die Luft und dann sehen wir weiter. Was soll ich sagen? Im Hintergrund seht ihr ihn. Fendt 728. Wir haben eben noch den Frontlader abgebaut und das Frontgewicht schon mal angebaut, weil ich eigentlich schon direkt anfangen wollte, damit Dünger zu streuen. Alter Falter, ist das heftig. Also hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet, dass ich so ein Ding mal hier so zeitig stehen habe. Das ist krass, das ist krass. Alter, und der guckt so zornig rein. Also ich habe richtig Bock. Ich will jetzt auch gleich los Dünger holen. Es ist zwar noch super windig. Ich weiß nicht, in der Kamera kommt es wahrscheinlich nicht rüber. Höchstens im Mikrofon. Wir haben nur ein kleines Problem. Als wir eben hier nochmal umzugegangen sind, ist uns aufgefallen, dass hier ja die Flatface-Kupplungen dran sind. Fürs Load Sensing. Und also wir haben hier zwar normale Steuergeräte, aber fürs Load Sensing haben wir hier jetzt halt die Flatface-Kupplung. Und an unserem Düngerstreuer haben wir entsprechend auch Load Sensing, aber die normalen Kupplungen. Und langfristig wollen wir auch auf diese Flatface-Kupplung. Wir haben auch tatsächlich schon angefragt, was das Umrüsten kosten würde und so weiter und so fort. Ist aber alles aktuell noch gar nicht so einfach, weil das halt noch nicht so verbreitet ist im Markt. Und naja, entsprechend sind unsere Geräte dafür auch nicht vorgerüstet. Und jetzt haben wir keine Adapter dafür. Ich könnte ausrasten. ich werde jetzt erstmal losfahren. Meine erste Fahrt alleine mit dem neuen Schlepper. Ich muss es erstmal auf mich wirken lassen. Also müsst ihr euch vorstellen, das ist die Null-Serie. Und da gibt es aktuell meines Wissens nach erst 7 Stück von in Deutschland. Ja, und dass der mir aber so hingestellt wird, ist schon, also eine Ehre, muss ich wirklich sagen. Das ist nicht so selbstverständlich. Naja, wir gucken mal. Wir wollen nachher versuchen, von unserem Neuner die Load Sensing Anschlüsse nochmal umzuschrauben, dass wir die vielleicht hier an den Schlepper rankriegen. Denn in der nächsten Woche könnte eventuell noch was auf den Hof kommen, wo wir auch Load Sensing für brauchen. Alles Weitere aber dann. Und die haben eventuell Adapter da, mit denen habe ich schon geschnackt, aber schöner wäre es natürlich, wenn das alles im Vorfeld klar ist, dass es passt und auch funktioniert. Und dann könnte ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal zum Düngerstreuen mitnehmen, in den Rüben, in Mais und letzte Gabe im Getreide. Das wäre natürlich auch charmant, ne? Aber ich hänge jetzt erstmal einen Wagen an und dann ja, machen wir mal unsere erste Fahrt damit. Boah, Junge, sag mal, geht's denn noch geiler? Meine erste Fahrt alleine mit dem 728, neue Generation, bei uns hier vor Ort, ist irre.